Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt auch immer schön sportlich fair. Ein dickes Danke an euch alle, die immer fleißig schauen, fleißig Daumen nach oben geben oder abonnieren, was auch immer. Freut mich auf jeden Fall über jeden Einzelnen, der dabei ist. Jetzt bin ich aber fertig mit dem Gelaber. Los geht's mit Düsseldorf gegen Hertha. Viel Spaß dabei und danke fürs Reinschalten. Die Hertha präsentierte sich desaströs am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Köln beim 0:5. Fortuna Düsseldorf kann die alte Dame wieder richtig tief in den Abstiegsstrudel mit reinziehen. Und so sah es auch aus. Die Fortuna richtig gut von Beginn an hier aufgelegt. Karaman zu Adam Botzek. Der steckt durch zu Ruben Hennings. Und in der 10. Spielminute stand es 1:0. Düsseldorf nur noch 3 Punkte aktuell hinter der Hertha. Und der Berliner Sportclub machte da weiter, wo sie zuletzt noch aufgehört hatten. Die Mannen von Alexander Nuri hier nicht gut aufgestellt. Über eine halbe Stunde dann das erste Lebenszeichen. Mittelstädt mit der Flanke. Da ist Marius Wolf, der hochsteigt. Und plötzlich die Gäste wieder mitten ins Geschehen bringt. Düsseldorf hatte mehr vom Spiel, doch konnte noch nicht mehr draus ziehen als diesen einen Treffer. So schnell geht es dann wieder. 1:1. Die Hertha plötzlich mit Oberwasser. Mittelstädt zu Mateusz Kunja. Der setzt gleich einen drauf. Partie gedreht innerhalb kürzester Zeit. Der Neuzugang vor Bayern Kastenmeier. Vor dem Seitenwechsel. Der Nackenschlag für die Gastgeber. Woher auch immer die Berliner diese Kraft genommen hatten, 2 Minuten knapp hatte es nur gedauert. Das nagte ganz klar an Düsseldorf. Die Hertha nun weiterhin gut aufgelegt. Kunja zu Marius Wolf. Kastenmeier hält seine Mitspieler im Rennen. 65. Minute. Klar, der Keeper ist manchmal die letzte Instanz. Doch den muss er auch erstmal so rausholen mit dieser guten Reaktion. Der anschließende Eckstoß kann auch nicht so recht geklärt werden. Zweiter guter Versuch. Wieder Kastenmeier, 67. Minute. Die Zeit wurde so langsam auch knapper, wenn man hier zumindest einen Punkt holen wollte. Ansonsten wären das eben aktuell 9 Punkte Rückstand für die Fortuna auf Hertha BSC. Doch in der Schlussphase kam sie. 85. Minute, Kahn Ayhan mit dem Freistoß. Der war schon nicht schlecht, doch man hat es von ihm schon deutlich besser gesehen. Aber es konnte die Schlussoffensive nochmal so ein bisschen in Fahrt bringen. Tommy raus zu Kenan Karaman. Hennings, Berisha legt in die Mitte zu Kevin Stöger. 89. Minute, der Ausgleich. Das 2:2. Emotionaler Höhepunkt in dieser Partie. Wunderbarer Treffer. Nicht zu halten für Jahrstein. Nach 90 Minuten dann auch das faire Resultat. Beide Mannschaften hatten ihre Momente. Das 2:2 ist aber vermutlich für beide auch nicht so richtig zufriedenstellend. Es zieht sich durch die Paderborner Saison wie erwartet. Man bekommt viel Lob, spielt guten Fußball, bringt den FC Bayern an den Rand des Punktverlusts und letztendlich geht man mit komplett leeren Händen nach Hause gegen den 1. FSV Mainz 05. Doch sah es gut aus zu Beginn. 23. Minute, Sven Michel mit dem Pfostenschuss. Aluminiumpech in dieser Situation. Mainz war ja völlig desillusioniert beim VfL Wolfsburg. Das 4:0 in der Höhe, vielleicht einen Treffer zu hoch, aber unter dem Strich war das
zu wenig. Auch hier war es keine gute Partie. Srebeni, ganz einfach geht er da gegen seine Gegenspieler an. Sieht seinen mitgelaufenen Sturmkollegen Sven Michel. Im zweiten Versuch schafft er es jetzt, den Treffer zu erzielen. Vorbei an Robin Zentner. Im Gegensatz zum ersten Gegentreffer beim VfL Wolfsburg sieht er hier machtlos aus. 0:1 nach 45 Minuten. Viel mehr passierte eben nicht im ersten Durchgang. Mainz wieder mit einer durchaus fragwürdigen Leistung. Das ist Bruma, Pierre Gabriel. Mainz will es von hinten lösen und spielt es dann schnell. Paderborn in der Defensive aber ganz gut geordnet. Trotzdem der Abschluss. Adam Scholloy versucht sich hier Hans Zingerle, Leopold Zingerle, der super spielte gegen die Bayern. Und diesen Punktgewinn, diesen Fast-Punktgewinn ermöglichte. Katastrophaler Einwurffehler. Die Mainzer müssten jetzt schnell nach vorne spielen, taten das. Brosinski zu Adam Scholloy. Der Ungar hat das Auge, steckt in die Mitte zu Barrero Martins. Doch der macht viel zu wenig aus Zeit und Position und schießt Zingerle in die Arme. Doch Mainz zeigte ein anderes Gesicht im zweiten Durchgang. Nur der Treffer wollte noch nicht fallen. Die Zeit lief ihn so langsam davon. Danny Latzer, 73. Doch wieder zu einfach für Zingerle. Der ist in guter Form und lässt sich von sowas dann auch nicht aus der Ruhe bringen. Die Schlussphase gehörte dann allerdings wieder dem SC Paderborn. Knappe 5 Minuten noch auf der Uhr. Jasula nochmal rübergelegt. Robin Zentner, der eingreifen kann, verhindert den zweiten Gegentreffer des Tages. Doch das war am Ende nur Ergebniskosmetik. Mehr funktionierte nicht bei den Gastgebern. Sie müssen sich dem SC Paderborn geschlagen geben und stecken damit tiefer denn je im Abstiegskampf. Der späte Ausgleich gegen Hoffenheim tat den Gladbachern so richtig weh. 2 Punkte wurden ihnen da gerade noch so aus den Händen gerissen. Gegen die Fuggerstädter nun sollte alles anders werden. Der Dreier sollte zurückgehen an den Niederrhein. Es sah auch nicht schlecht aus. Kubek faustet den Ball in den Rückraum. Neuhaus macht ihn heiß. Dennis Zakaria versucht es hier artistisch, Seitfallzieher. Aber Kubek kann den Ball abfangen. Die Gladbacher machten viel aus der Augsburger Unsicherheit, die die Gastgeber auch gegen Bayer 04 Leverkusen schon an den Tag legten. Lars Stindl, zu einfach geht das hier. 11. Minute, 0:1. Alassane Plea macht seinen Elfmeter-Fehlschuss gegen Hoffenheim mehr oder weniger wieder gut. Bringt seine Mannschaft hier in Front. Kubek noch mit den Fingerspitzen vielleicht dran. Kann ihn aber da nicht mehr rauskratzen. Die Anfangsphase war fast sensationell zu nennen. Was Gladbach hier ablieferte, hatte richtig was. Flanke von der rechten Seite. Dennis Zakaria mit der nächsten Möglichkeit. Keine 20 Minuten gespielt. Der zweite, wenn nicht sogar dritte Treffer, wäre hier möglich gewesen. Aber ein bisschen Pech und Unvermögen vor dem Kasten spielte dann auch mit rein. Nun das erste Mal der FCA. Niederlechner zu Framberger. Löwen mit der Flanke durch den gesperrten Bayer in die Startelf gerückt. Eduard Löwen, der ermöglicht hier Marco Richter den Abschluss. Doch Jan Sommer kann den halten. 35. Minute. Gladbach wollte vor dem Pausenpfiff noch einen nachlegen. Neuhaus, Dennis Zakaria zu Florian Neuhaus. Schönes Doppelpassspiel. Dennis Zakaria. Wuchtiger, straffer Schuss. Aber rechts vorbei. So ging es mit dem 0:1 in die Katakomben Gladbach.
die bessere Mannschaft und zwar deutlich. Aber es fehlte so ein bisschen der Zug zum endgültigen Tor, zum 2:0. So dass Augsburg nach wie vor in der Partie war, den zweiten Durchgang besser eröffnete. Philipp Max in den Rückraum gelegt zu Fredrik Jensen. Und in der 53. Minute stand es dann 1:1. Es bestraft sich im Fußball immer wieder, wenn man die Möglichkeiten nicht nutzt, die man hat, dass der Kontrahent zuschlägt. Und so auch hier Max mit der Vorlage, Jensen mit dem Treffer. In der Folge schlief die Partie so ein wenig ein. Augsburg zeigte sich zufrieden mit diesem 1:1. Gladbach fehlten so ein bisschen die Lösungen gegen kompakte Augsburger. Hier mal eine schöne Flanke von der rechten Seite, aber zu nah an den Kasten gezogen. Kubek geht da auf Nummer sicher und fischt den raus. Jetzt aber, 2:1. Thuram, aber nur vermeintlich, denn die Fahne ging hoch. Der Videoassistent bestätigte, was der allgemeine Gladbach-Fan befürchtete. Abseits, kein Tor und das Ende dieses Liedes. Augsburg wird besser damit leben können. Für Gladbach sind es wieder zwei ärgerlich verlorene Punkte. Beim BVB läuft es richtig flüssig. Nach dem kurzen Knacks im DFB-Pokal ist man wieder richtig gut in der Spur. Auch das Leverkusen-Spiel konnte man wegstecken. Gegen den SV Werder Bremen und gegen Paris Saint-Germain konnte man jeweils überzeugen. Gegen Werder Bremen geduldig gespielt und letztendlich alles gewonnen. Früher Eckball für die BVB-Fans zur Ekstase. Erling Braut Haaland mit dem Kopfballtor. Wer sonst steigt da hoch? Knapp neben dem Elfmeterpunkt. Die kalte Dusche für die Breisgauer, die nach einer halben Stunde dann auch mit einem Eckstoß mal einen Akzent setzen konnten. Von der rechten Seite Lukas Söhler bekommt auch den Kopfball am zweiten Pfosten. Setzt den aber deutlich vorbei. Die Defensive von Schwarz-Gelb funktionierte richtig gut und Freiburg kam nicht wirklich in die Partie. Vor dem Seitenwechsel noch die Chance für den BVB. Haaland, Hakimi und dann Sancho, der an Schwolo scheitert. Jedoch auch im Abseits stand bei diesem Ball von Hakimi. Leicht im Abseits, aber die korrekte Entscheidung. Der frühe Treffer bislang hatte dem BVB genügt, in Führung zu gehen. Aber man möchte nicht riskieren, dass es hier auf diesen einen Treffer im Endeffekt ankommen sollte, sodass der BVB auch wieder frisch aus den Katakomben herauskam. Axel Witzel mit ein paar Übersteigern bleibt in Ballbesitz. Thorgan Hazard nicht im Abseits. Schließt ab. Prüft Alexander Schwolo. Der wehrt zum Eckball ab. Die Anfangsphase wieder ganz klar zugunsten des BVB. Nun aber der SC Freiburg mal im gegnerischen letzten Drittel. Günther mit der Hacke zu Vincenzo Grifo. Schöne Aktion. 56. Minute. Roman Bürki zeigte, dass er auch noch da ist. Das ist das Schwierige. Wenn man wenig auf den Kasten bekommt, muss man in der entscheidenden Situation dann wach sein. Er war es hier. Knapp über eine Stunde gespielt. Nun wieder Schwarz-Gelb. Emre Can zu Jadon Sancho. Und 2:0. 62. Minute. Der BVB oben auf. Der SC Freiburg orientiert sich damit so langsam in Richtung Tabellenmittelfeld. Wenngleich sie hier noch nicht die Flinte ins Korn schmissen. Petersen zu Luca Waldschmidt. Plötzlich wieder eine offene Partie, 76. Minute. Spitzer Winkel, Bürki noch dran. Diesmal kann er aber nicht mehr entscheidend eingreifen.
Wehrt ihn an die Unterkante der Latte, von da schlägt er dann ein. Doch der BVB spielte das souverän runter. Freiburg kam nicht mehr zu einer nennenswerten Möglichkeit. Stattdessen nochmal Dortmund. Hakimi. Ein letztes Mal Alexander Schwolo, die letzten 10 Minuten verstrichen in der Folge dieser Szene. Dortmund rettet das 2:1 über die komplette Spielzeit hinweg gesehen. Ist das auch das verdiente Resultat? Am Ende vielleicht knapper, als es hätte sein müssen. Die TSG 1899 Hoffenheim konnte sich in letzter Minute gegen Gladbach noch einen Punkt sichern. Nun war der FC zu Serge Gnabry und der spuckt seinen alten Weggefährten, zumindest denen, die noch da sind, aus seiner Hoffenheimer Zeit ordentlich in die Suppe. 1:0 für die Gäste, trockener Abschluss mit dem linken Fuß unten rechts rein, hinein ins Glück. Baumann kann sich strecken, diesen Ball aber nie im Leben mehr erreichen. Ballverlust, schnell wieder in die Gegenrichtung. Gnabry richtig auffällig und übermotiviert fast. Lewandowski! Gnabry gegen Baumann, die zweite. Diesmal hat der Schlussmann das bessere Ende auf seiner Seite. Doch Hoffenheim wackelte bedenklich. So ging es auch weiter. Knappe halbe Stunde nun von der Uhr. Nur die roten Gäste hier unterwegs. Coman, Gnabry 0:2. So kann es dann gehen. Baumann konnte einem leid tun. Die Defensive bei Hoffenheim alles andere als sattelfest. Das 2:0 absolut auch in der Höhe verdient. Nun die blau gekleideten Gastgeber das erste Mal nach vorne wirklich nennenswert unterwegs. Gunnarsson, Bebu gegen Neuer. Das wäre sehr wichtig gewesen, seine Mannschaft hier wieder zurück ins Spiel zu bringen. Gut von Neuer, der den Fuß ausfährt und damit das 2:0 zur Pause auch festhalten kann. Gnabry war im Mittelpunkt dieser Partie. 2 Treffer. Das erste insbesondere war richtig schön gemacht. Der zweite Durchgang lief dann besser wieder an für die Münchner. Wen wunderte es? Die wenigsten hier im Stadion. Lewandowski zu Joshua Kimmich. 54. Minute, 0:3. Die Entscheidung wohl in dieser Partie. Selbst in den kühnsten Träumen wäre es nicht zu erwarten, dass Hoffenheim hier nochmal irgendwie rankommen könnte. Zu dominant die Münchner Leistung auch danach. Da brannte nichts mehr an. Kimmich behauptet sich da gut, legt dann zurück. Thiago, Oliver Baumann. Mit jeder Parade jetzt, die dazu kam, konnte er zumindest so ein bisschen Wunden lecken. Der Ball wäre zwar vermutlich eh drüber gegangen, aber fürs Gefühl des Sinsheimer Schlussmanns eine interessante und vernünftige Leistung. Die letzte Aktion gehörte dann aber nochmal der Schreuder 11, Robert Sko, Baumgartner mit der Flanke, Ilas Bebu. Und dann Manuel Neuer, 77. Minute gegen Bebu, gewann er das Duell heute. Zweimal musste er nennenswert eingreifen. Beide Male behielt er die Überhand und hält somit auch die Null fest. Hoffenheim einfach zu schwach für diese aktuell, man muss es so sagen, überragenden Bayern. 3:0 für die Gäste. Der erste FC Köln hat einen Paukenschlag abgegeben gegen die Hertha aus Berlin, gewann man mit 5:0. Nun wollte man dem FC Schalke 04 in die Europa League Suppe spucken. Die erste Chance aber hatten die Königsblauen. Er gab sich nach einer Standardsituation. Raman zieht den Ball hier auf den zweiten Pfosten. Horn
ist im gefährdeten Eck da. Muss er halten, hält das. Szene danach geklärt. Die Anfangsphase aber klar. Gut dominant und besser geführt von Schalke 04. Kenny zu Serdar. Wichtig, dass Suat Serdar wieder dabei ist. Kann hier um ein Haar den Führungstreffer erzielen. Nicht so leicht zu halten. Horn aber macht es trotzdem. Und der erste FC Köln meldete sich erst kurz vor dem Seitenwechsel zu Wort. John Córdoba verliert eigentlich den Ball an Mascarell, doch Marc Uth setzt nach. Keins Rexbeschei im Zusammenspiel. Easy Boué mit der Flanke. Und da ist John Córdoba. 42. Minute. Zwar traf er gegen die Hertha auch auswärts, doch zu Hause macht er es immer noch am liebsten. Setzt sich da gegen Kabak und Mascarell durch. Und köpft zum 1:0 für den ersten FC Köln. Gleichzeitig auch zur Halbzeitführung an diesem Samstagabend war doch etwas überraschend, weil Schalke besser reinkam, dann mehr und mehr den Faden verlor und den Gegentreffer dann schlucken musste. Zweiter Durchgang begann pro Schalke. Benito Rahman zu Jonjo Kenny. Das geht dann ein bisschen einfach gegen Benno Schmitz. Diese Flanke setzt sich dann aufs Gehäuse. 49. Minute. So richtig gefährlich wurde es aber noch nicht. Schalke arbeitete jetzt aber am Ausgleich. Rahman. Flanke etwas zu weit. Kutucu holt ihn aber noch rechtzeitig wieder rein. Serdar zu Bastian Ucipka. Weston McKennie überhastet, schließt da hier ab. 54. Spielminute. Doch die Geißböcke sollten sich wieder sammeln. Ansonsten würde das hier auf Dauer nicht gut gehen. Das taten sie dann auch. Viel passierte nicht. 80. Minute. Nun Köln im Vorwärtsmarsch. Giri zu Florian Kainz. Und Alexander Nübel hält seine Mannschaft in der Partie. Guter Abschluss vom Österreicher. Auch er war wie Córdoba in Berlin erfolgreich. Schalke im Endeffekt zu unkonzentriert. Köln wusste das auszunutzen auf letzter Ebene. Skiri, John Córdoba nochmal schön durch zu Marc Uth. Wäre diese altbekannte Geschichte gewesen gegen seinen Ex-Club, war dann Marc Uth aber kein Treffer vergönnt. Schöne Parade von Nübel, doch es half nichts mehr. Köln gewinnt diese Partie mit 1:0. Sie steigerten sich im zweiten Durchgang. Unter dem Strich wären Unentschieden verdient gewesen, aber wer den Treffer erzielt, der hat recht. Der erste FC Union Berlin hat mal wieder überrascht und schlug am Montagabend die SG Eintracht Frankfurt. Der nächste Europa League-Kandidat, also als Kontrahent nun der VfL Wolfsburg. Die Blauen, die starteten hier gut durch, holten den Ball in der eigenen Hälfte, dann ging schnell Ginczek, Gikiewicz dazwischen, aber Arnold nach Gelbsperre zurück, fackelt nicht lange. Und schlägt zu. Vierte Spielminute. Unglücklich aus der Sicht von Gikiewicz. Aber einen Vorwurf kann man ihm da eigentlich nicht machen. Die Anfangsphase war turbulent. Der erste FC Union Berlin nun auch mit der ersten Szene. Yunus Mali zu Christian Gentner. Der nippt sich da mal aus knapp 16,5 Metern ein Herz. Neunte Spielminute. Kuhn Castils ist aber da. Kann den Ball hier rausfischen. Wichtige Parade, den Ball hatten die ein oder anderen Fans schon drin gesehen. Keine halbe Stunde gespielt, nun die Wölfe wieder nach vorne. Mal unterwegs, Mbabu, gut schnell durchgespielt, Schlager zu Brekalo, 2:0 für die Gäste. Sie schlugen eisig kalt zu. Union war ganz gut drin, aber versäumte es, die Tore zu erzielen. Es gab aber die Chance zum Anschluss noch vor dem Pausenpfiff. Andersson, Lenz, Andersson,
Yunus Mali, doch wieder Kerstils dazwischen. Zweite Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Wäre auf jeden Fall verdient gewesen. So ging es mit dem 0:2. Erstmal runter vom Platz. Aber es war noch genug Zeit und durchaus spielerisches Potenzial da der Eisernen. Der zweite Durchgang wurde dann aber spielerisch etwas überschaulicher, weil der VfL Wolfsburg nicht mehr viel investieren wollte. Mal hier zur Abwechslung ein weiter Schlag nach vorne, der bei Ginczek landet. Der schließt ab. Durchaus sehenswert. Der rauscht aber knapp am Kasten vorbei. In der Folge eine langweilige, eine zähe Partie. Der VfL Wolfsburg traute sich selten nach vorne und Union musste aufmachen. Das klappte eher weniger gut. Otavio nochmal raus, Brekalo zu Wout Weghorst, abgefälschte Flanke, Friedrich dazwischen, Giekiewicz holt sich den Ball. Und das war sinnbildlich für diese Partie, denn mehr passierte wirklich nicht. Die Partie endet mit 0:2. Das war schade, weil der erste Durchgang gut war. Union hätte zumindest einen Treffer verdient, steht jetzt aber mit leeren Händen da. Am Sonntagnachmittag empfing RB Leipzig Bayer 04 Leverkusen. Die Leverkusen erholten sich einen ungefährdeten Sieg gegen die Augsburger und hatten hier auch das erste Wort in der Partie. Sechste Minute, Ezequiel Palacios mit dem 1:0 von Diaby vorbereitet. Schön gemacht, vorbei an Peter Gulaschi, hinein ins Glück. Kevin Volland wird ja jetzt erstmal eine Weile ausfallen. Da müssen sich andere Spieler für die Tore zuständig fühlen. In der Szene eben Palacios. Doch die Bullen mussten nicht lange warten, um sich auch freuen zu können. Christoph Nkunku, 12. Minute. Man konnte durchaus im Vorhinein ein Offensivspektakel erwarten. Und zur Anfangsphase bekam man das hier auch erstmal geboten. Knappe halbe Stunde gespielt. Freistoß aus dem rechten Halbfeld. Gefährlich getreten. Diaby wird da vergessen am zweiten Pfosten. Der läuft ein. Bringt auch den Kopfball. Der geht aber nur ans Außennetz. Vorbei an Gulaschi und am Kasten. Noch einmal Leipzig, die sich hier mehr und mehr in die Partie reinfuchsten. Sabitzer, Haidara, Marcel, Sabitzer. Die Partie war gedreht und das noch vor dem Seitenwechsel. Haidara, der heute in der Startelf war für den gelb gesperrten Konrad Leimer, legt das Ding hier auf. Und der Österreicher haut das Ding in die Maschen, vorbei an Radetzky. 2:1 nach 45 Minuten. Danach sah es hier einigermaßen lange Zeit nicht aus. Doch Bayer 04 konnte den Faden wieder finden. Kai Havertz zu Moussa Diaby. Abgepfiffen. Guter Pass von Havertz, doch der kommt eben etwas zu spät, sodass Diaby schon im verbotenen Raum stand. Jetzt wieder RB Leipzig. Timo Werner auf der rechten Außenbahn nimmt da Patrick Schick mit. Das geht zu leicht gegen zwei Gegenspieler. Werner zurück zu Schick. Lukas Radetzky hält das Ding, verhindert den dritten Gegentreffer, hält die Partie damit offen. Doch so langsam spielte die Zeit auch gegen die Werkself. Keine Viertelstunde mehr zu spielen. Leipzig machte das jetzt richtig gut. Mukiele. Wieder Schick da draußen. Schick, da ist ein Nkunku. Brustannahme, Drehung, Abschluss. Das sieht richtig gut aus. Ist aber im Endeffekt nicht von Erfolg gekrönt.
Sabitzer treibt den Ball nochmal an. Geht alles zugunsten der Zeit für RB Leipzig. Timo Werner nochmal. 90. gegen Lukas Radetzky. Der Finne, der stärkste Leverkusener an diesem Sonntagnachmittag. Konnte die Niederlage aber auch nicht verhindern. Es blieb bei diesem 2:1, das auch in Ordnung geht. Leipzig war etwas besser und holt sich hier die nächsten 3 Punkte. Zum Abschluss des 24. Spieltags empfing der SV Werder Bremen Eintracht Frankfurt. Man merkte beiden Teams an, dass es in der Liga nicht läuft. Bei Frankfurt war es ein enttäuschendes 1:2 gegen Union Berlin. Bei Werder Bremen sieht es deutlich, deutlich schlimmer aus. Nun endlich mal nach vorne. Selke zu Davy Klaassen. Der hat da viel Platz und bleibt eiskalt. Die erste Torchance des Spiels brachte direkt die Führung ein für die Gastgeber. Endlich mal wieder ein selbst erzieltes Tor in der Bundesliga. Das gab es im Jahr 2020 noch kein einziges Mal. Jetzt waren sie da. Frankfurt von der Europa League auch etwas erschöpft, brachte nach einer halben Stunde circa dann mal was. Kostic legt zurück, Hasebe mit dem Abschluss, der ist nicht gut genug. Kamada bekommt dann nochmal die Chance, aber auch er trifft den Ball suboptimal, der geht dann über die Latte hinweg. Das 1:0 bedeutete dann auch erstmal den Halbzeitstand. Viel mehr war in dieser Partie auch nicht drin. Ein Wunder, dass überhaupt ein Treffer fiel. Denn wie gesagt, die Nervosität war beiden Mannschaften ganz klar anzusehen. Knappe Stunde von der Uhr. Nun der SV Werder Bremen. Rashica zu Klaassen. Davy Selke zu Klaassen zurück. Bittencourt mit dem Abschluss. Treffer hätte aber ohnehin nicht gezählt, weil hier Klaassen, der diesen Torschuss vorlegte, im Abseits stand. Frankfurt mit einem der wenigen Akzente jetzt mal nach vorne in der zweiten Halbzeit. 65. Minute knapp. Kamada raus zu Timothy Chandler. Völlig alleine gelassen. Doch er kann es nicht bestrafen, weil Pavlenka hier eingreift, alles richtig macht, lange stehen bleibt, dann mit einer guten Reaktion und etwas Glück den Ball über die Latte lenkt. Wir springen in die Schlussphase. Nur nochmal die Elf von Florian Kohfeldt. Gebre Selassie behauptet sich da gut. Bittencourt bleibt am Ball, legt zurück zu Yuya Osako und da ist das 2:0. 84. Minute. Ein Ausrufezeichen, ein satter Treffer zum Abschluss dieser Partie. Danach kam nichts mehr. Bremen gewinnt tatsächlich mal wieder aus eigener Kraft mit 2:0 gegen schwache Frankfurter. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Nächste Folge ist dann, ja, DFB-Pokal. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Video und... Adios.